Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge bzw. bei einem neuen Projekt von Zockermania. Wir spielen Ori and the Blind Forest. Ich bin Christine und ich würde euch gleich mal ein bisschen was zu Ori erzählen. Also, Ori ist von den Moon Studios produziert worden, hat 4 Jahre lang gedauert. Und ihr seht schon die Grafik. Ich habe jetzt mal im Internet so ein paar Bilder gesehen und deswegen habe ich mir das auch ausgesucht, mal abgesehen davon, dass es ziemlich durch die Medien ging. Ja, die Rechte hat Microsoft, sodass das Ori and the Blind Forest am PC, auf der Xbox One und auf der 360 zu spielen ist. Ja, was kann ich noch erzählen? Ori ist ein Jump'n'Run-Spiel, soweit ich weiß, mit Rätseleinlagen. Ich habe gar nicht jetzt so viel geguckt, also das Spiel ist schon seit 3 Tagen draußen und ich habe jetzt auch extra darauf geachtet, dass ich nicht irgendwie gespoilert werde und dementsprechend habe ich gar nicht so viel gelesen. Ich habe jetzt nur kurz die ganz, ganz kleinen Inhalte zusammengefasst und dachte mir, okay, das möchte ich euch unbedingt vorstellen. Ja. Ihr kennt mich ja schon, ich bin Christine von Zockermania und da die Indie-Titel so irgendwie mittlerweile mein Gebiet sind, dachte ich mir, das ist doch eine schöne Sache, vor allem nach Legend of Korra, beziehungsweise Legend of Korra ist ja schon abgedreht, das seht ihr jetzt noch immer mal wieder, das dauert noch ein bisschen, bis das ausläuft, genau, und nebenbei dachte ich mir jetzt, Ori könnte ich doch schön anfangen zu spielen. Und dementsprechend möchte ich euch auch gar nicht weiter auf die Folter spannen. Ich würde jetzt einfach sagen, wir fangen an und genießen die Story, die Grafik und das bildgewaltige Erlebnis. Ja, viel Spaß dabei. Bis dann kann ich nicht sagen. Wir fangen ja erst an. Na los, dann machen wir mal hier. Spiel starten. Machen wir erstmal Optionen. Ich möchte hier nämlich ein bisschen Vollbild ist schon drin. Geräuschlautstärke, warum geht das nicht rüber? Ah, okay. Muss ich noch mit der ein bisschen. Ach, ich muss es erst auswählen. Ah, okay. So. Ich lasse die Musiklautstärke mal so. Also ich weiß nicht, wie es ihr jetzt hört. Ich werde es natürlich nachher, wenn ich es bearbeite, so hindrehen, dass ihr es hört und mich natürlich auch hört. Aber ich habe meine Lautstärke, also meine Musikkopfhörer, jetzt mal ein bisschen runtergedreht, damit ich was höre, was ich rede. Vibrationen, die mache ich mal ein bisschen weniger. Schadenswerte, Bewegungsunschärfe, Sprache ist Deutsch, Helligkeit denke ich passt, Kontrast passt auch, Steuerung, Seelenverbundung, Sprung, Geisterflamme und Stoß, Greifen ist RT, Supersprung ist LT, Karte und Pausenmenü, Ori bewegen, Menü bedienen, okay. Bestenliste haben wir ja noch nichts. So. Filmszenen. Ah, okay, die sind noch nicht freigestalten. Dementsprechend würde ich sagen, fangen wir jetzt an. Viel Spaß dabei. Wir denken immer an die Nacht. Als Ori von mir ging im Sturm und Wind. Okay, ich bewege jetzt hier
ja, ich weiß nicht, den Waldgeist, Schwalbennest, oder bin ich eine Schwalbe? Kann ich nicht sagen. Ist irgendwie, also ich kann hüpfen und das war's aber dann auch. Also auf jeden Fall eine schöne Grafik. Als Naru mein Lichtnamen sagt, okay, wie ihr eigenes Kind. Also ich muss jetzt schon immer ein bisschen interagieren. Genau. Geht's da weiter? Nee, da geht's nicht lang. Okay. So, also Ori ist, glaube ich, hier jetzt unser weißes Ding. Die Musik ist sehr schön. Also die Musik ist schon sehr schön gemacht. Kann man da irgendwas anderes noch machen? Scheinbar nicht. In dieser schicksalshaften Nacht tauchte ich den Himmel in flammendes Licht. Ich rief nach Ori. Doch Hoffnung, die gab es nicht. Ich erinnere mich an die Zeit. Im Niedergang und ohne Licht. Der Wald nur blind und traurig war.
doch Hoffnung zeigte ihr Gesicht. Nun, wieder eine Weise, ganz allein. Ohne Grund zu bleiben. Auf der Suche nach meinem Licht. So schwach und voller Leiden. Als Schreie die Stille zerrissen. Und jede Hoffnung nahmen. Als die Kraft meines Kindes wich. Und der letzte Atemzug getan war. Belebte mein Licht Ori wieder und ein neues Zeitalter begann. Okay. Da kann ich jetzt noch nicht so viel machen. Schauen wir mal, was hier so ist. Halte was? A gedrückt, um höher zu springen. Okay. Wir sind jetzt in der Waldsenke.
Also Supersprung geht noch nicht. Halte nach unten gedrückt und drücke A, um die Plattform hindurch nach unten zu springen. Okay. Geisterlichtgefäß gefunden. Okay, Fähigkeitspunkte. Also so vom Zugucken. Ah, okay, das ist nicht gut. Oh. Oh, okay, ich bin ertrunken. Sag mal. So. Das ist natürlich jetzt ein bisschen testen. Was ich sagen wollte, ist, die Story an sich ist natürlich fantastisch, würde ich behaupten. Also sehr rührend, finde ich. Lebenssplitter. Sammle diese Splitter ein, um deine Vitalität wiederherzustellen. Okay, mit denen kann ich aber nichts machen. Scheinbar. Ah, okay. Energiezelle. Jetzt kannst du mehr Energie einsammeln und nutzen. Denke daran, dass du mit dieser Energie eine Seelenverbindung erzeugen und dein Spiel speichern kannst. Okay. Interessant. Das heißt, ich kann mein Spiel nur so speichern. Das ist interessant. Das ist natürlich witzig. Okay. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Was war das? Nein! Ich bin tot. Ich habe es nicht schnell genug geschafft. Jetzt, ich habe voll Herzklopfen. Ich komme da nicht drüber. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Das ist komisch. Oh Mann. Der macht mich natürlich auch gleich fertig. Ich habe keine Ahnung. Nein, zu spät gedrückt, zu spät gedrückt, zu spät gedrückt. Ich muss versuchen, dass der mir hier das Ding kaputt macht. Ja. Wuhu, Glück gehabt. So. Okay, Fähigkeiten, Punkte. Ich weiß jetzt nur nicht. Toll, jetzt habe ich natürlich keine Seelenverbindung. Das heißt, wenn ich jetzt sterbe, bin ich wieder am Anfang, oder wie? Tief im Wald fand Ori, was verloren gegangen war. Drücke X, um das kleine Licht aufzuheben. Meine Kraft kehrt zurück. Ich bin Sein, das Licht und die Augen des Geisterbaumes. Ich hatte mich in dieser Schlucht verirrt, als sie ihren Griff lockerte. Ich kann dich auf deiner Reise führen, wenn du das möchtest. Und doch, hörst du das? Sie müssen dir hierher gefolgt sein. Okay. Tippe X, wiederhole. Holt an, um die Geisterflamme zu benutzen. Ich nehme an, dass ich da jetzt... Nein, ich muss irgendwie... Oh, jetzt bin ich gleich tot. Habe einen Fähigkeitenpunkt erhalten. Ihre Lichter werden zu mir zurückkehren, sprach einst der Geisterbaum. In der Senke hinter der Höhle werden wir ihn finden. Vor uns liegt ein Weg.
Okay. Das ist jetzt die Karte, oder wie? Hohlheim, 2%. Finde den Geisterbaum. Ich will da erst noch unten reingucken. Also es hat wieder viel mit Suchen zu tun. Ähnlich finde ich, also von der Grafik und vom Stil her ist es natürlich nicht ähnlich, aber was mich jetzt da natürlich so ein bisschen dran erinnert, ist so. Dass das so ein bisschen ähnlich wie. Ja, wie soll ich sagen? Okay, das ist der Fähigkeitenbaum. Erfahrung, dieser Balken zeigt. Also wie Child of Light. So, jetzt habe ich das mal erst gesagt. So. Dieser Balken zeigt an, wie viel Geisterlicht Ori eingesammelt hat. Absorbiere noch 22, um einen weiteren Fähigkeitenpunkt zu erhalten. Okay. Nein, ich bin doch drüber gehüpft. Also das mit dem Hüpfen ist ein bisschen schwierig. Was ist das? Oh Gott, das muss man auch erstmal checken. Okay. Die Dinger sind also böse. Drücke A, um noch springen. Okay, noch höher zu springen. Kann ich die Dinger auch kaputt machen? Oh ja, kann ich. Das ist natürlich in dem Fall sehr gut. Kriegen wir noch ein bisschen Sachen. So. Geisterportale sind uralte Strukturen, die durch die Wurzeln des Geisterbaums gebunden sind. Nutze ihr Licht, um deine Kraft zu erneuern, wann immer du erschöpft bist. Drücke X, um dieses. Okay. Da komme ich jetzt natürlich nicht hoch. So. Das heißt, das da oben kann ich auch kaputt machen, oder wie? Nein, 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 tot! Juhu, Gott sei Dank habe ich gerade erst gespeichert. Das ist immer so ein bisschen. So. Juhu. Okay. So. B. Und dann kann ich das wieder speichern. Energiesplitter gefunden. Stellen die Energie von Oris Energiezellen wieder her. Gut, das haben wir ja schon vorhin gehabt, ne? Glaube ich. Da ist nichts. Also mit diesen versteckten Dingern ist eben auch hier irgendwie. Ah! Also hier muss man dann quasi hoch. Nein, da. Ah, Mann, Ori. Also es ist nicht so einfach, das Ganze zu steuern. So. Hier geblieben. Halte RT, um
zu greifen und zu schieben. Okay. Gehen wir erstmal hier hin. Da haben wir ja schon was gefunden. Schlüsselstein. Schlüsselsteine werden benötigt, um Geistertore zu öffnen. Bedenke, dass für jedes Geistertor eine andere Anzahl Schlüsselsteine nötig ist. Okay. Achso, die Dinger kann ich nicht kaputt machen. Huhu, das war knapp. Also die Steuerung muss man erstmal drauf haben. Das ist gar nicht so einfach. Das ist wirklich nicht so einfach. Da unten ist hoffentlich nichts mehr. Ich hoffe, ich mache das jetzt nicht falsch. Ich gehe jetzt hier nochmal lang. Ah! Okay, hier ist ein Weg gewesen. Gut. Dieses Geistertor blockiert unseren Weg. Vor den Tagen des Verfalls waren die Tore ein sicherer Schutz. Die erforderlichen Schlüsselsteine müssen ganz in der Nähe sein. Um den Geisterbaum zu erreichen, müssen wir die Geisterhöhle passieren, die hinter diesem Tor liegt. Und wie viele brauchen wir? Okay, 2. Okay. Da ist die Geisterhöhle, da ist Hohl. Nein. Die werden immer böser. Gar nicht so einfach. So. Einsammeln. Ich nehme an, dass ich das so kaputt machen muss, oder? Also. Nee, da muss ich von oben durch. Keine Ahnung. Hier geblieben. Okay, was haben wir da? Lebenszelle. Jetzt kannst du mehr Vitalität aufbewahren. Finde weitere Lebenszellen, um deine Überlebenskraft zu steigern. Okay. Aber wie komme ich da hoch? Wahrscheinlich sollen wir noch gar nicht hier sein. Seelenverbindung ist bereit. Ja, dann würde ich doch sagen, machen wir hier eine Seelenverbindung und, ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Lasst mir Kommentare da, Abos und Likes. Schaut auch mal in unsere anderen Projekte rein. Ich würde mich freuen auf alles, was ihr uns an Feedback geben würdet. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und ja, dann würde ich sagen, bis dann. Ciao!